So, wunderschönen guten Tag. Wir treffen uns heute hier nicht wie üblich im Labor 2.20, sondern eben virtuell. Der Coronavirus hat uns dazu gezwungen. Wir werden heute etwas Neues beginnen, und zwar werden wir über Codierung sprechen, und dafür brauchen wir etwas, das ist die Redundanz. Was ist denn die Redundanz? Die Redundanz ist etwas, das es im Leben immer wieder gibt. Es ist etwas, was wir im Überfluss haben. Etwas, das gegeben ist, obwohl wir es vielleicht nicht für den eigentlichen Zweck brauchen. Und ja, wenn wir da zum Beispiel an eure Kollegen aus dem Bereich Maschinenbau denken, die berechnen die Statik für bestimmte Teile und haben da bestimmte Mindestanforderungen. Damit die Dinge aber sicher sind, werden sie redundant geplant, also es ist etwas stärker. Oder aber die Verzögerung eines Fahrzeugs, eines Fahrrades, dafür brauchen wir die Bremsen, und die Bremse, die muss auch redundant ausgeführt sein. Es gibt nicht nur eine Bremse auf dem Hinterrad oder auf dem Vorderrad, es gibt zwei. Es gibt eine Bremse auf dem Hinterrad und eine auf dem Vorderrad, also sind unsere Bremsen redundant. Wenn eine ausfällt, funktioniert die andere immer noch, vielleicht nicht gleich gut wie mit zwei, aber es funktioniert. Genau gleich ist beim Auto, also es gibt also einen hydraulischen Kreis, also ein Kreis für die Bremsen auf dem Vorderrad, eine auf dem hinteren Rad. Wenn etwas ausfällt, wenn wir Bremsflüssigkeit verlieren, dann bremst das Auto immer noch, gell? Ja, oder wenn wir uns am Nachmittag im Labor treffen, dann brauchen wir einen halben Liter Wasser. Oder wenn jemand sagt, okay, ich will sicher sein, dann nimmt er eine große Flasche mit, er nimmt 2 Liter Wasser mit, also er hat für Redundanz gesorgt, gell? Also Redundanz garantiert ihm, dass er dann ja nicht durchstieg wird, gell? Das ist eben wichtig dann, gell? Ja, das ist die Redundanz. Aber was hat denn das jetzt alles mit uns zu tun, also mit Systeme und Netze? Wo finden wir doch die Redundanz? Und die Redundanz bei Systemen und Netzen oder allgemein in der Informatik kann gewünscht sein oder auch nicht. Also wir brauchen Redundanz bei der Übertragung, damit wir eine bestimmte Garantie der Übertragung haben. Und ja, das haben wir in mehrerlei Hinsicht, gell? Und damit wir das erzeugen können, müssen wir Redundanz hinzufügen. Und ja, da wollen wir das mal etwas klären. Was ist denn Redundanz, gell? Also ja, die Redundanz finden wir, gell? Also wie immer auf Wikipedia. Da sagen ja, Redundanz ist, wenn wir etwas im Überfluss haben, wenn wir von etwas mehr haben, als wir vielleicht brauchen. Und bei uns, was ist denn das? Also ja, die Redundanz bei der Übertragung, das sind Daten, die wir eigentlich nicht brauchen, um die Information darzustellen. Weil, also wir haben gesagt, ja, Daten ist alles, was wir schreiben, was wir übertragen, was wir speichern, und nur ein Teil davon drückt auch Information aus. Gell? Also, ja, das ist wie wenn es schneit, gell? Also wenn es schneit und es schneit am Berg viel, also einen halben Meter Schnee, dann haben wir nicht einen halben Meter Wasser. Gell? Der Inhalt des Schnees ist vielleicht 10 oder 20% Wasser und die 80-90% sind Luft. Also das ist die Redundanz im Schnee. Aber naja, die Redundanz in den Daten ist eben das, was wir nicht brauchen, um die Information darzustellen. Also die Begriffe sind also mehrere. Redundanz ist der Teil der Daten, die also im Überfluss sind, die keine Informationen darstellen. Also ja, die Redundanz ist jener Teil der Daten, der keine Information darstellt. Also könnte man eigentlich darauf verzichten, wenn er nichts darstellt, gell? Aber die Redundanz hat einen Zweck. Und ja, sie kann vielleicht überflüssig sein oder eben eine Aufgabe haben. Und wir suchen heute die Redundanz mit einer Aufgabe. Gell? Also nicht
nur den überflüssigen Teil. Gell? Also Redundanz. Warum? Warum brauchen wir Redundanz? Ja, wir brauchen sie für mehrere Zwecke. Der erste in der Informatik, in der Übertragung, ist jener, einen Fehler zu erkennen. Also wir können sagen, also Redundanz zur Fehlererkennung. Und ja, worin besteht also diese Redundanz? Also da müssen wir die zu übertragenden Daten, die wir von einer Anwendung oder von gelesenen Werten bekommen, zuerst mal kodieren und dann übertragen. Und wenn das so funktioniert, dass man anschließend einen Fehler erkennen kann, dann ist das etwas sehr Positives und auch Wichtiges. Also wenn Fehler nicht erkannt werden, gell, dann ist das traurig. Gell. Also ja, wenn ein alter Lehrer mit grauem Bart die Fehler ja, etwas nicht richtig hört, nicht mehr richtig versteht, wenn er schwerhörig wird, gell, dann kann er nachfragen. Aber er kann nur nachfragen, wenn er eben einen Fehler beim Verstehen erkannt hat. Gell. Und in der Übertragung ist das genauso. Gell. Also wenn eine Übertragung fehlerbehaftet ist, dann wäre es toll, wenn wir das feststellen können. Und das funktioniert mit einer entsprechenden Codierung. Ja, das ist die erste Anwendung, die Fehlererkennung. Die zweite könnte sein, dass wir einen Fehler nicht nur erkennen, sondern ihn auch korrigieren. Also wenn wir eine Redundanz zur Fehlerkorrektur einsetzen, also Fehlerkorrektur, ja, denkt da mal an eine Anwendung, also wir haben ja unseren Max-Valier-Satellit, der überfliegt uns täglich mehrmals und der schickt uns dann Grüße. Und diese Kommunikation, das ist eben über eine weitere Entfernung, ist nicht so einfach, gell? Und da muss man gut zuhören. Und aus der sicherlich fehlerbehafteten Kommunikation müssen wir die eigentlichen Informationen auslesen können. Und dafür braucht es einen guten, starken Code, der eine Fehlerkorrektur zulässt. Und es ist oft im Einsatz und es ist wichtig, dass man eben Fehler vielleicht nicht nur erkennen kann, sondern auch korrigieren kann, ohne nachzufragen. Gell? Also wenn ein Lehrer vielleicht nicht alles versteht oder nicht alles richtig hört, gell? Und dann kann er eine Fehlerkorrektur vornehmen und obwohl er es nicht richtig gehört hat, stimmt es dann vielleicht trotzdem. Gell? Also Fehlerkorrektur. Gell? Ja, das sind zwei sehr typische Fälle. In der Codierung, weil bevor wir etwas übertragen, wird es codiert zur Fehlererkennung oder Fehlerkorrektur. Und da müssen wir eben Redundanz hinzufügen. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie viel Redundanz ist das? Können wir die quantifizieren? Diese Quantifizierung, die können wir ausdrücken, gell? Und können wir das ausdrücken? Also wir machen das ja sehr gerne mathematisch. Da können wir schreiben, ja, die Redundanz, gell, das ist was, das ist die Differenz zwischen dem, was wir schreiben oder speichern oder übertragen, gell, und den Informationen. Also wir können also können nicht mehr reduzieren, zum Beispiel beim Komprimieren, als das, was wir an Informationen haben. Gell? Also wenn es schneit und der Schnee schmilzt, dann bleibt wie viel übrig? So viel wie Wasser ist. Das Wasser können wir nicht komprimieren. Und die Information ist das Wasser in den Daten, der eigentliche Inhalt. Gell? Ja, damit wollen wir uns befassen. Bevor wir das machen, wollen wir hier noch ein paar Punkte sammeln. Und zwar gibt es noch mehrere Gründe, warum man Redundanz hat und Redundanz akzeptiert. Also der eine Grund ist vielleicht, weil wir ein
Format einhalten müssen. Also wenn wir wenn wir Daten schreiben wollen und wir haben ein bestimmtes Format in einem Frame vorgegeben oder einen Datentyp vorgegeben oder auch im Speicher vorgegeben. Zum Beispiel haben wir letzthin Technologie und Planung über das Paging gesprochen und dort werden eben die Speicherblöcke immer in gleich großen Blöcken vergeben in diesen Pages. Und hier können wir nicht Teile vergeben und deshalb haben wir immer ganze Blöcke und da haben wir eben Verlust. Gell? Und das ist bei der Redundanz genauso. Immer dann, wenn wir Formate einhalten müssen, dann haben wir eine Differenz zwischen dem, was wir schreiben und dem, was wir dann effektiv immer übertragen müssen oder speichern müssen. Also Formate in den Daten oder auch, wenn wir eine Übertragung machen müssen, dann müssen wir uns ja an die Protokolle halten. Und die Protokolle sind wichtig, sie sind standardisiert. Aber die Protokolle führen auch dazu, dass man neben den eigentlichen Informationen, die man überträgt, zusätzliche Daten erzeugt. Die Daten, um die Protokolle funktionieren zu lassen. Und das ist dann eben die Redundanz. Gell? Also Formate können eine Rolle spielen oder auch ein Protokoll einer Übertragung. Ja, noch eine weitere Anwendung könnte sein, wir wollen unsere geschriebenen Daten verstecken. Wir wollen sie also verschlüsseln. Verschlüsseln, damit nicht die ganze Welt reinschauen kann. Verschlüsseln, weil wir einen Datenschutz garantieren müssen. Verschlüsseln, weil uns etwas wichtig ist. Und wenn wir etwas verschlüsseln, dann kann es sein, dass wir zusätzlich schreiben müssen. Also, wenn es gut geht, dann schreiben wir gleich groß. Also durch die Verschlüsselung werden unsere Daten nicht größer. Aber im Allgemeinen kann es sein, dass wir schon auch mehr schreiben, als wir im Ursprung hatten. Oder eine weitere letzte Anwendung, die wir aufzählen wollen. Wenn wir etwas bestätigen wollen, wir wollen eine Checksumme machen, oder wir wollen eine Signatur erstellen, einen Hash von etwas, dann müssen wir das berechnen und dann hinzufügen. Und das Hinzufügen erzeugt keine Information. Die Information bleibt immer dieselbe. Aber dieses Hinzufügen, die Signatur, bestätigt uns zum Beispiel eine Echtheit von etwas. Und etwas der letzten Jahre sind die digitalen Unterschriften. Eine digitale Unterschrift fügt einem Inhalt eines Dokumentes keine neue Information hinzu, aber es fügt die Unterschrift hinzu. Und die Unterschrift ist dann für das Dokument eigentlich dann Redundanz, weil der Inhalt bleibt immer dieselbe. Wenn wir eine Mitteilung der Frau Direktor bekommen, dann ist das PDF-Dokument mit der Mitteilung unterzeichnet und wird dann größer. Ja, das sind Möglichkeiten, Begriffe der Redundanz. Was können wir jetzt machen? Wir werden damit Codierung durchführen. Und Codierung, dort wollen wir mit dem ersten beginnen. Wir wollen einen Code entwickeln, der Fehlererkennung zulässt. Und das wollen wir dann auch programmieren. Und jetzt wollen wir mal überlegen, was kann man machen? Wie funktioniert das? Und wenn wir uns da mal nachschauen, was könnten wir machen, um einen Fehler zu erkennen? Wir könnten die Dinge zweimal schreiben, zweimal übertragen. Also wenn wir sicher sein wollen, dass unsere Daten auch immer verfügbar sind, dann haben wir sie auf unserem Laptop und wir haben eine Kopie davon auf einem externen Datenträger oder jemand vertraut sie sogar der
der Cloud an, also der Datenwolke. Das wäre eine Vervielfachung der Daten. Gell? Also für bestimmte Fälle ist gut, wenn also der Laptop gestohlen wird, dann ist gut, dass wir die Daten sonst noch wo haben. Gell? Und wenn der Laptop kaputt wird, dann können wir einen Vergleich machen der Daten zwischen denen, die wir haben oder, ja, oder schon gesichert haben irgendwo. Gell? Also wir können da schon eine Verdoppelung machen. Aber, wenn wir uns vorstellen, die Daten immer doppelt zu übertragen, ja, das würde dann dazu führen, dass die Kapazität unserer Internetleitungen oder des Netzes dann höchstens zur Hälfte verwendet wird, weil die andere Hälfte brauchen wir ja für die Verdoppelung. Also das wäre überhaupt nicht gut, gell? Also statt 20 Megabit pro Sekunde hätten wir dann nur mehr 10 Megabit pro Sekunde für effektive Daten zur Verfügung, die wir übertragen. Die andere Hälfte wäre die Verdoppelung und das wäre nicht toll. Da hat man sich etwas anderes überlegt. Und zwar eine Codierung mit der Parität. Oder jemand sagt dann auch, die Paritätsprüfung oder das Paritätsbit. Und was ist denn das jetzt, diese Codierung mit dem Paritätsbit? Wenn wir da schauen, das Paritätsbit ist nach einer Reihe von Bits ein zusätzliches Bit, also keine Verdoppelung, sondern nach einer bestimmten Anzahl von Bits fügen wir ein Bit hinzu. Und mit diesem einen Bit verdoppeln wir die Daten nicht, die wir übertragen, sondern wir vergrößern sie um einen bestimmten Prozentsatz, je nachdem wie groß eben der Speicher ist oder die Daten, das Wort sagt man auch, auf das wir dieses Bit da berechnen und anwenden. Und ja, wenn wir das jetzt da schauen, weil Wikipedia macht ein schönes Beispiel und unterscheidet richtigerweise die Anwendung mit dem geraden oder mit der ungeraden Berechnung der Parität. Gell? Also im Prinzip, das, die Methode, die Idee ist immer dieselbe. Wir wollen aber die gerade Parität berechnen, nicht die ungerade. Ja, schauen wir mal, wie funktioniert das. Man startet also immer bei einer Gruppe von Bits. Das Beispiel hier hat 4 Bits. Sehr oft nimmt man 8 Bits und zu den 8 wird dann ein weiteres hinzugefügt. Und wie funktioniert es? Man berechnet die Anzahl von Einsen in einem Wort. Und es wird überprüft, ob diese gerade ist und ungerade. Ist sie gerade, dann wird die Parität mit 0 gesetzt, sodass die Anzahl der Einsen zwischen Wort und Parität weiterhin gerade ist. Ist die Parität hingegen ungerade, hier haben wir eine 1, nur eine 1 oder hier haben wir auch nur eine 1. Wenn wir eine ungerade Anzahl von Einsen haben, dann wird die Parität auf 1 gesetzt, damit die Gesamtzahl von Bits gerade wird. Also bei der Paritätsüberprüfung wird das Paritätsbit so gesetzt, dass die Anzahl der Einsen dann gerade ist. Das ist die Idee. Ja, und wozu dient denn das jetzt? Wofür brauchen wir das? Was macht denn, was ist denn Sinn und Zweck dahinter? Also da, die Idee ist folgende. Wenn man vor einer Übertragung oder vor dem Speichern von Daten diese Überprüfung macht und jeweils zu einem Wort ein Paritätsbit ergänzt, dann haben alle Wörter mit ihrem Paritätsbit in dem Fall eine gerade Anzahl von Einsen. Wenn jetzt die Übertragung korrekt ist, dann hat man nachher genau die gleiche Eigenschaft. Wenn aber zufällig irgendwo Bits fehlerhaft übertragen werden, dann passiert etwas. Es passiert, dass sich diese
Eigenschaft, dass die Anzahl der Einsen zwischen Wort und Parität gerade ist, nicht mehr vorhanden ist. Wenn sich in diesem Beispiel eine 1, diese 1, zur 0 entwickelt, also gelöscht wird, und die Parität ist dann noch gesetzt, ist also 1, dann wissen wir, aha, also zwischen den Wörtern, wo wir keine 1 mehr haben und die Parität die 1 ist, haben wir insgesamt eine ungerade Anzahl von Einsen und das ist falsch. Also haben wir irgendwo einen Fehler. Und diese Eigenschaft führt dann dazu, dass man eben seltene, zufällige Bitfehler feststellen kann. Man kann also, wenn sich ein Bit in der Übertragung verändert, feststellen, dass jetzt etwas passiert ist. Und das ist die Fehlererkennung. Also die Codierung mit dem Paritätsbit erlaubt es uns, Fehler zu erkennen. Ja, und das wollen wir jetzt auch programmieren. Also wir wollen eine Codierung erstellen, und zwar mit der Paritätsprüfung oder mit dem Paritätsbit. Und zwar zur Fehlererkennung. Ja, was wollen wir konkret programmieren? Wir haben in den letzten Wochen mit Dateien gearbeitet und das wollen wir hier verwenden. Wir wollen also mit einer Datei starten. Eine Datei, die wir mit einem Editor erstellen könnten, und wir wollen hier Nullen und Einsen hineinschreiben. Und am Ende wollen wir jeweils auf eine Gruppe von Nullen und Einsen die Paritätsprüfung anwenden, um dann ein codierte Daten zu haben, eine Datei, die wir mit dem Paritätsbit codiert haben. Und weil das eher umständlich ist, da, vor allem wenn es eben größere Dateien sind, wollen wir einen Generator schreiben. Wir wollen einen Generator für Dateien erzeugen. Also erstes Programm, wir wollen einen Generator schreiben. Einen Generator für eine Textdatei, bestehend aus, ja, aus Nullen und Einsen. Und diese Nullen und Einsen sollen jetzt nicht die Zahl 0 und 1 in der Rashi-Tabelle sein, sondern die Darstellung für das Zeichen 0 und 1. Also 0 wird dann was sein? Könnt ihr euch erinnern? Das ist eben die Darstellung Rashi 48 und 1 ist dann die Darstellung 49. Also wir wollen da nicht 0 und 1 als Zahl hineinschreiben, sondern als Zeichen. Und wenn wir das so machen, dann können wir diese Datei dann auch mit einer Textdatei anschauen, betrachten, eventuell editieren. Wir müssen nur darauf achten, dass die meisten Editoren nach einer Eingabe, wenn man auch nur wenige Zahlen oder Zeichen eingibt, einen Zeilenvorschub eben einfügen, und das wollen wir nicht. Also wir wollen nur Nullen und Einsen in der Datei haben, also wollen wir entsprechend einen solchen Generator dann auch schreiben. Ja, wie groß wird die Datei? Mit der Größe, die ein Vielfaches von 8 ist. Mit der Größe 8 mal k. Also 8 mal k. Wir haben ein Vielfaches von 8 als Größe. Also entweder 8 Byte groß, 16 Byte, 24, 32 oder so weiter, oder auch größere, also 8000 Byte und so weiter. Also 8000 Nullen und Einsen. Schön. Also das ist unsere Datei. Mit dieser Datei wollen wir jetzt eine Codierung vornehmen. Also das ist jetzt unser zweites Programm. Also Codierung der
Datei. Und ja, wie wollen wir die kodieren? Indem wir nach 8 Byte jeweils eine Parität hinzufügen. Also Kodierung der Datei mit dem Paritätsbit, und zwar nach jeweils 8 Zeichen. Also immer nach 8 Zeichen, nach 8 Byte folgt eine Parität. Und diese Parität wollen wir nicht als Bit darstellen, gell, sondern als Byte, wieder als Zeichen 0 oder 1, gell, also als Zeichen 0 oder 1. So, und jetzt haben wir eben eine kodierte Datei als Ergebnis. Das ist dann die kodierte Datei.txt, immer noch eine Textdatei, denn wir haben immer Zeichen geschrieben, gell, also darstellbare Zeichen, also können wir diese kodierte Datei dann auch mit einem Texteditor anschauen. Ja, wie groß wird die Datei? Gell, also wenn wir vorher 8K hatten, dann haben wir jetzt 9K. Gell, war sie 8 Byte groß, dann ist sie jetzt 9 Byte groß. War sie 16 groß, dann ist sie jetzt 18 Byte groß und so weiter. Gell? Also mit der Größe 9 mal K. So, schön. Jetzt haben wir den zweiten Schritt. Wir haben jetzt wieder eine Textdatei. Gell? Und die Kodierung ist wieder durch ein Programm erfolgt. So, jetzt beginnt der Spaß. Der dritte Schritt, der normalerweise die Übertragung ist, gell? Und wir wünschen uns ja, dass eine Übertragung fehlerfrei funktioniert, aber es kann auch ein Fehler passieren, und wenn wir jetzt einen Fehler einbauen wollen, dann wollen wir den zufällig machen, gell? Wir wollen also einen Fehlerteufel erzeugen, gell? Und ein Fehlerteufel, der erzeugt eben zufällig wenige Fehler in der kodierten Datei. Und ja, wenn wir das jetzt gemacht haben, was können wir jetzt machen? Dann haben wir wieder eine Datei, und zwar ist das jetzt in einer Übertragung, während es die übertragenen Daten. Also man hat dann hoffentlich gleich viele Daten wie am Anfang. Und jetzt kann man diese Übertragung, diese Daten überprüfen. Also da haben wir wieder als Ergebnis eine Datei. Und ja, vielleicht fehlerbehaftet, vielleicht auch nicht. Also die Datei mit Fehler. Also wieder eine Textdatei. Die Fehler sollen natürlich innerhalb der Zeichen 0 und 1 sein. Sie sollen immer darstellbar sein, also immer die Zeichen 0 und 1. Die Größe wird wieder 9K sein, gleich wie die kodierte Datei. Also mit der Größe 9K. Und mit dieser Datei können wir jetzt eine Überprüfung machen. Und diese Überprüfung ist nicht nur eine einfache Überprüfung der Korrektheit, sondern wir wollen die Datei dekodieren. Denn eigentlich interessiert uns am Ende einer Übertragung ja nicht die Übertragung, sondern der Inhalt. Und was war denn der Inhalt? Der Inhalt war die ursprüngliche Datei. Um zur ursprünglichen Datei zu kommen, müssen wir eine Dekodierung vornehmen. Also Dekodierung der übertragenen Datei. Die übertragene Datei ist die Datei, die wir eventuell vom Fehlerteufel irgendwie mit Fehlern behaften lassen haben. Und was kann denn jetzt passieren? Jetzt haben wir zwei Fälle. Gell? Also wenn kein Fehler aufgetreten ist, gell? Also ja, wenn die Datei korrekt ist,
dann bekommen wir ein Ergebnisdatei, gell? Also eine übertragene Ergebnisdatei. Und diese ist hoffentlich gleich wie die ursprünglich erzeugte Datei, gell? Also wenn hier alles fehlerfrei programmiert wurde, wenn die Übertragung fehlerfrei war, dann haben wir die Ursprungsdatei. Die ist gleich der Ergebnisdatei. Und ja, im Fehlerfall, wenn wir also Fehler erzeugt haben, dann müssen wir die Fehler feststellen können. Also im Fehlerfall stellen wir die Fehler fest. Also wir können dann sagen, bei einer Überprüfung alle 8 Byte haben wir ein Paritätsbit dann, das wir als 0 oder 1 als Zeichen darstellen, und können dann feststellen, in welcher 8-Byte-Gruppe der Fehler eben liegt. Und das ist der zweite Fall, der eintreten kann. Also wenn die Datei korrekt ist, dann bekommen wir die Ergebnisdatei. Im Fehlerfall stellen wir den Fehler fest und geben ihn aus. Also wir sagen dann, okay, das stimmt nicht, also hier sind Fehler drinnen und der Fehler ist eben hier in diesem Wort, gell? Also nach .byte ist ein Fehler drinnen, gell? Also wir können nicht die einzelne 0 oder 1 finden, wir können aber das Wort suchen. Also wir können das Wort suchen und sagen, wo der Fehler vorhanden ist. Ja, das wollen wir jetzt programmieren. Das könnt ihr in diesen Tagen zu Hause dann machen. Jeder hat ja seinen C-Compiler, jeder hat seine Linux-Installation. Und ich wünsche euch dabei viel Erfolg. Ich gebe euch dann noch die 2 Links mit. Also einmal nehmen wir zuerst die Redundanz. Und dann das Paritätsbit. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg.